Ja, Hallöchen, Branding. Was hast du für ein Branding? Was bist du für eine Marke? Wie trittst du auf? Wie kleidest du dich? Was erzählst du den Leuten? Was hast du für ein Mindset? Das sind alles ganz, ganz wichtige Aspekte. Was hast du da doch für eine Wirkung nach außen? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Schreib es einfach mal auf. Was denkst du, wie du wirkst? Und dann frag doch einfach mal deine besten 10 Leute, die dir am meisten am Herz liegen. Sie sollen doch mal aufschreiben, wie sie das Gefühl haben, wie du wirkst, was du für ein Branding hast. Und das ist immer wieder erstaunlich, wie das oft total auseinanderklafft. Die anderen haben oft eine viel, viel höhere Meinung als du. Und das ist so wichtig, dass du einfach daran arbeitest, dass du dir einfach die Chance gibst, dich besser kennenzulernen, an deinem Branding zu arbeiten. Das finde ich sehr, 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 sehr spannend, damit du letzten Endes ja so wie hier einfach loderst, ja, dass du Wärme abgibst für die Leute, dass die Menschen begeistert sind von dir, so wie der Kamin hier. Da gehen Leute einfach hin, so wie ich, und ich bin gerne hier am Kamin. Es tut mir gut, und das schaffst du auch mit Menschen, und das wünsche ich dir sehr, 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 sehr von Herzen, dass du an dir arbeitest, also dir einfach die Chance gibst, und fang jetzt damit an, nutze es einfach, dann wirst du sehen, das verändert ganz, ganz, ganz viel mit dir. In diesem Sinne, nächsten 24 Stunden achte auf dein Branding. Ciao, bye bye.